Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. So, mein letzter Interviewgast heute, der liebe Joachim Bosch, ein Deutscher, der ausgewandert ist nach Amerika, um da Big, Big, Big Business zu machen. Lieber Joachim, herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Ernst. Ich freue mich immer, dich zu sehen, und ja, freue mich, hier dabei zu sein. Ja, mega, mega cool. Joachim, wir starten gleich richtig durch. Wie kommt man als Deutscher einfach, ja, ich weiß, man kann fliegt natürlich nach Amerika, aber was war deine Intention, dass du damals Adios gesagt hast? British Airways, so fliegt man rüber. Nee, aber gut, damals war das der Fall. Zufall, also eigentlich nicht mit Absicht. Ich bin einer vielleicht der wenigen amerikanischen Auswanderer, die nicht mit Absicht ausgewandert sind. Und zwar, ich habe in Deutschland studiert an der Universität Mannheim und habe dort Betriebswirtschaft studiert und habe dort und war immer so ein bisschen so der ewige Student und habe so ein bisschen länger gebraucht, sage ich mal so. Ich habe es nicht extra lang gebraucht, aber statt die normalen 4 Jahre habe ich, glaube ich, so 5,5 gebraucht oder so und dann noch ein Praktikum gemacht und alles und plötzlich habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich nur noch ein Jahr vor mir oder so. Ich hatte so 4,5, 5 gemacht, dann noch ein Jahr vor mir und hatte aber plötzlich gesehen, dass es eine Möglichkeit gab, mit einer Austauschuniversität, in meinem Austauschprogramm, einer Austauschuniversität in die USA zu gehen, dort gleichzeitig einen amerikanischen MBA, einen Master of Business Administration zu machen, mein Englisch viel zu verbessern. Und gleichzeitig noch die amerikanischen Kurse, die ich gemacht habe, die haben in Deutschland gezählt, sodass ich in Deutschland fertig war, in Amerika fertig war und gleichzeitig noch Englisch sprach. Habe praktisch mein deutsches Diplom fertig gemacht, habe einen amerikanischen MBA bekommen und mein Englisch noch verbessert und sagte, ja, das ist doch mal ein guter Karrieremove. Mit diesem Karrieremove, da kann ich hinterher in Deutschland Karriere machen, da kann ich einen guten Job finden, weil dann spreche ich viel besser Englisch, habe ich ein amerikanisches Diplom, deutsches Diplom. Super, da will mich jeder. Gut, 24 Jahre später bin ich immer noch in den USA. Ich bin Okay. einfach nie wieder zurückgekommen. Mir hat es in den USA gefallen, aber hauptsächlich ist eben hat auch die Liebe zugeschlagen und ich habe ein Mädchen kennengelernt, mit der ich jetzt schon über 20 Jahre verheiratet bin. Die ist auch nicht aus den USA, die ist aus Mittelamerika, aus Honduras. Wir haben uns in der Uni kennengelernt, haben uns verliebt, haben gesagt, weißt du was? Das probieren wir es beide. Ich wollte nicht nach Honduras ziehen, sie wollte nicht nach Deutschland ziehen. Wir haben gesagt, bleiben wir einfach hier, uns gefällt es hier gut. Versuchen wir einen Job zu finden. Dann hat das Glück wieder zugeschlagen. Da waren, glaube ich, 10 Deutsche in der Uni mit mir unterwegs. Weil alle 10 wollten in den USA bleiben. Ich Okay. war der Einzige, der durch einfach Glück einen Job gefunden hat und da bleiben konnte. Und das lange, lange Geschichte, kurzer Sinn. 2 Jahre später haben wir geheiratet oder 3 Jahre später haben wir geheiratet und live happily ever after. Hey, cool. Und eine wunderschöne Tochter habt ihr. Und eine wunderschöne, intelligente, starke, tolle Tochter haben wir. Ja, genau, die ist ein super, super Mädel. Ja, super. Ich sehe es ja immer mit deinem Post. Du bist ja auch sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Hast du kein Heimweh mehr nach Old Germany? Heimweh, ja, aber irgendwo so, glaube ich, nach 14 Jahren. Ich hatte immer Heimweh und habe immer mich gedacht, ja, Deutschland ist mein Heimatland, Deutschland ist mein Heimatland. Bis ich nach ungefähr 14 Jahren, wir sind jedes Jahr, gehen wir nach Deutschland in Urlaub. Mit der Ausnahme von letztem Jahr, wegen Covid haben wir es da nicht geschafft. Aber dieses Jahr waren wir dort, im August, waren wir für eine Woche, meine Tochter und ich da. Und ich habe immer gesagt, ja, die Heimat ist dort, die Heimat ist dort, ich bin nur in den USA und so weiter, weil es hier gut ist und so. Und nach circa 14, 15 Jahren bin ich mal wieder nach Deutschland, also jedes Jahr. Und plötzlich habe ich gedacht, nee, ich fühle mich jetzt hier als Tourist in Deutschland und die Okay. Heimat ist in den USA. Hat das umgeschwenkt. An diesem Jahr, als ich nach Hause gekommen bin, nach Hause in die USA gekommen bin, habe ich dann auch meinen Antrag auf die amerikanische Staatsbürgerschaft gestellt, konnte die deutsche beibehalten, habe jetzt Doppelstaatsbürgerschaft. Und habe auch gesagt, bis dahin wollte ich die amerikanische Staatsbürgerschaft einfach nicht. Hatte die Green Card ja bekommen, über 5,5 Jahre arbeiten, schuften bei einer Softwarefirma, um mich da zu kriegen. Und habe dann die Green Card, die ist immer für 10 Jahre gültig, die wird mehr oder weniger ganz einfach verlängert für 10 Jahre. Hatte keinen Grund, da amerikanischer Staatsbürger zu werden. Aber als ich dann gemerkt habe,
Jetzt bin ich Amerikaner mehr als Deutscher. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich auch Amerikaner werden. Habe das gemacht. Nichtsdestotrotz reise ich, wenn man jetzt Covid raus, Corona-Zeit rausnimmt, reise ich oft mindestens einmal, manchmal sogar zwei oder dreimal nach Deutschland pro Jahr. Von daher, von Heimweh ist nicht so viel die Rede. Dann kommen meine Eltern normalerweise noch einmal im Jahr zu Besuch. Mein Bruder kommt noch zu Besuch. Das heißt, wir sehen, ich verbringe mehr Zeit. Manchmal, ich verbringe eigentlich mehr Zeit mit meinen Eltern, seit ich in den USA bin, als ich wirklich mit meinen Eltern verbracht habe, als ich noch in Deutschland gelebt habe, wo ich als Student unterwegs war und fast nie nach Hause gekommen bin. Und die Eltern sind ja immer da und die kann man immer sehen. Jetzt verbringen wir immer so 2 Wochen am Stück zusammen, 3 Wochen am Stück zusammen, 10 Tage am Stück zusammen und das mehrfach pro Jahr. Das ist eigentlich auch sehr schön. Wow, auch eine coole Quality Time, ha? Huh? Genau, so ist es, ja. Mega! Also du hast ja in einer Softwarefirma gearbeitet und du bist mir einfach bekannt als der Deutsche, der megamäßig mit Immobilien in USA unterwegs ist. Wie ist denn das passiert, Joachim? Das ist passiert aus reiner Unzufriedenheit mit meinem Job. Also ich hab in Deutschland als Student bei einer Softwarefirma gearbeitet, also Student kopieren machen und habe mich da ein bisschen hochgearbeitet, zum Team-Member, Teammitglied von der Gruppe und habe da ein paar nette, interessante Sachen gemacht. Es war aber nie mein Plan, irgendwann in Software zu arbeiten. Ich habe keinen Software-Hintergrund, ich kann nicht programmieren, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber über diese Arbeitserfahrung habe ich eben, hat das Glück mitgespielt, durch diese Arbeitserfahrung habe ich diesen Job landen können in den USA. Der einzige Job, der mir angeboten wurde, ich habe mindestens 100 Bewerbungen rausgeschickt, einen Job bekommen, das war der Job. Der Job war sogar willens, mir die Green Card zu besorgen. Und damit läuft es so in den USA, das ist das H1B-Visum gesponsert. Damit saß ich, was das schön ist, du bekommst mit der Zeit über 4, 5, 6 Jahre deine Green Card. Das Nachteil ist, dass dein Visum, deine Arbeitserlaubnis ist an diese Firma gebunden. Okay. Das bedeutet also, wenn ich den Job verliere oder dort aufhöre, dann verliere ich gleichzeitig damit auch meine Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Das bedeutete in diesem Fall, ich konnte einfach nicht weg. Wir haben meine Frau und ich, wir haben dann geheiratet, wir haben uns ein Haus gekauft, wir haben Wurzeln gefasst in diesem Land. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dieser Job hat mir einfach nicht gefallen. Ja. Er hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, der Job. Der war einfach, ich wollte irgendwie so in Management, ich wollte was in andere Richtung, Finanzen und so weiter, in diesen Bereich reingehen, hatte keine Ahnung von Software, hatte kein Bedürfnis davon zu wissen und war aber jetzt gefangen in diesem Bereich und habe gesagt, hörst mal zu, nach 5,5 Jahren in diesem Bereich, da bist du gebrandmarkt mit diesem Thema, da kriegst du nur noch Jobs in diese Richtung, da kannst du nicht mehr Karriere wechseln, da bist du, und dann habe ich rumgeguckt, meine Kollegen haben diesen Job seit 20 Jahren gemacht. Die sind jeden Montagmorgen um 6 Uhr ins Flugzeug gestiegen, sind irgendwo von der Familie weggeflogen, in irgendein mieses Hotel geblieben, weil in den USA ist alles anders. Da sind die schönen Firmen sind nicht in der Innenstadt, wo die schönen Cafés und Bars und Restaurants sind, sondern die Firmen sind irgendwo in den Vororten. Und da hast du da so ein mieses Motel, wo du da mehr oder weniger so vielleicht ein besseres Motel, ein mieseres Hotel, wo du wohnst. Ich kann auch Hotels erinnern, da waren die Ameisen, an den Wänden hochgegangen. Und dann isst du in irgendein McDonald's für abends, weil du keine Zeit mehr hast, arbeitest 60, 70 Stunden die Woche. Aber ich habe es gemacht wegen der Green Card. Ich habe also vielleicht die Zähne zusammengebissen, habe gesagt, ich kriege keinen anderen Job. Ich darf mich schon glücklich erklären, halte mich für sehr glücklich, dass ich den Job überhaupt bekommen habe. Habe aber dann irgendwann mal gesagt, ja, komm mal zu, ich bin von Montag bis Freitag von meiner Frau weg. Ich bin todmüde, arbeite von morgens um 8 bis 10 Uhr nachts. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, okay. Und irgendwann habe ich gesagt, so kann das Leben nicht aussehen, es muss es was anderes geben. Und meine Frau genauso, sie hat im Finanzbereich gearbeitet, im Buchhaltungsbereich, die musste die monatlichen Berichte fertig machen und haben die bis Mitternacht gearbeitet, durchs Wochenende durch, um die Sachen zu machen. Und die hat auch gesagt, Mensch, was ist denn das für ein Leben, das wir hier schaffen? Das ist überhaupt nicht das Leben, das wir wollen. Like, das hat uns in der Uni niemand gesagt, dass es hinterher so aussieht. Dann haben wir gesagt, irgendwann haben wir gesagt, hör mal zu, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen was anderes machen. Dann haben wir uns einfach umgeguckt und nach langem Umschauen und Ideen sind wir irgendwann auf Immobilien gestoßen
haben so eine Werbung im Fernsehen dafür gesehen, haben uns da so einen Minikurs gekauft für $60, haben dann irgendwie, haben noch andere, haben Research gemacht online, Bücher gekauft und alles. Und irgendwann sind wir über das Konzept gestolpert oder haben das Konzept eigentlich erfunden in den USA, sind eigentlich die Ersten und die Größten und die Besten, ganz ohne falsche Scham hier, aber tatsächlich haben das wirklich perfektioniert, dieses System des Grundstücksflippen. Man kennt das Hausflipping, man weiß also, man schaut diese Versendungen an, flippt das Haus und alles, Flipping Atlanta und Ken Corsini und wie sie alle heißen, ich weiß nicht, er kennt das, glaube ich, in deutschen Dingen, ist auch ein Freund von mir, aber wo man ein Haus kauft, das so halb kaputt ist und das wieder renoviert und dann wieder schnell verkauft und da gut Gewinn macht. Ja. Dieses Konzept ist sehr, sehr bekannt. Das Problem ist nur, ich musste noch 100% reisen. Ich konnte mich um kein Haus kümmern. Right? Und daher war das keine Option. Aber wir haben das gleiche Konzept jetzt umgesetzt für Grundstücke. Und Grundstücke muss man nicht renovieren. Grundstücke muss man nicht mal sehen. Grundstücke sind, da wollen die bringen auch kein Einkommen ein zu den Eigentümern. Von daher gibt es viel mehr Grundstückseigentümer, die einfach sagen, Mensch, ich habe dieses Grundstück hier, es ist 10 Kilometer außerhalb der Stadt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, es ist $20,000 wert. Und dann bieten wir, dann haben wir gelernt, wie wir die finden können, wie wir die den Leuten so wirklich like an apple and an eye anbieten können. Und die wollen das einfach nicht mehr, dieses Grundstück, und die geben es her zum Schrott billig. Also im Normalfall bieten wir so zwischen 5% und 35-40% des Marktpreises für die Grundstücke an, kriegen also 65-95% Nachlässe, also Abschläge. Und dann machen wir die unter Vertrag und dann machen wir an denen gar nichts, sondern wir vermarkten sie nur besser wieder an Leute, die nämlich solche Grundstücke wollen, und verkaufen die dann für 10.000, 15.000, 20.000 und manchmal auch $100,000 Gewinnen in einem Deal. Und das haben wir jetzt perfektioniert, und in der Zwischenzeit lehren wir das auch, und in der Zwischenzeit haben wir sogar auch einige Dutzende sogar Kunden aus dem deutschsprachigen Bereich, die das erfolgreich aus dem europäischen Bereich in den USA machen. Wow, mega, mega, mega. So, die 10 Minuten sind rum für Facebook. Wenn du mehr wissen willst, hol dir das Kongresspaket und dann erfährst du alles, was es darüber zu wissen gibt. Bye, bye.